So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir befinden uns hier am Heimstädter See, also beziehungsweise eigentlich im Biergarten am Heimstädter See, ne? Und was ist denn hier? Nimm deine Pommes und hau ab, Junge. Wir befinden uns hier am Heimstädter See Biergarten und hier gibt's was zu essen, was zu trinken. Hier gibt's sogar Burger. Ich wollte jetzt mal hier diesen Burger testen, diesen Barbecue Bacon Burger. Der steht hier oben und hab zum Hannes gesagt, Hannes, komm, ich gebe dir den Burger aus. Jetzt haben wir zwei Barbecue Bacon Burger bestellt und Hannes hat gesagt, Ramses, ich gebe dir die Maß aus. Jetzt haben wir noch eine Maß bestellt. Die Liz braucht hier der Tüte Pommes, habt ihr ja gesehen, und der ist wohl Brathähnel mit Pommes für Brathähnel, ein halbes Händel mit Pommes für 12 Euro. Ja, hier gibt es ansonsten auch ausgezogene. Das ist wieder was, was ich natürlich nicht kenne, weil die hier eine ganz andere Sprache haben. Und ansonsten Obatzter mit Breze gibt es zum Beispiel auch. Oder Raditeller mit Krustenbrot. Wir werden uns jetzt mal hinsetzen, warten bis das Essen fertig ist. Alles, ach, steht glaube ich schon da. Dann melde ich mich gleich zurück und zeige euch dann mal, wie der Burger aussieht und natürlich wie der schmeckt. Und dann Obatzter, nee. Das ist wohl sein neues Lieblingswort. So, das Essen ist jetzt angekommen. Wir werfen mal einen Blick drauf. Hier ist der Iswo mit der Liz. Hier, guck, Pommes-Tüte. Pommes. Ich habe zwei von diesen Stäben, weil da gab es kein Besteck. Ja, Besteck gibt es überall. Wir haben auch Besteck. Drei Stück, vier Stück. Guck dir mein Salz an. Der Iswo sammelt die ganzen Dinger. Da ist das Brathähnel. Ne? Halbes Brathähnel mit extra Portion Salz. Der ganze Tisch ist schon eingesalzen. Das sieht gut aus. Den isst er wahrscheinlich danach auch noch. Die Mors ist da. Ne? Und da ist der Hannes mit seinem Burger. Moin. Ne? Burger Lee. So sieht er also aus, zeigen wir mal bei ihm, da muss ich meine nicht abfilmen, der hat sich hier dazwischen auch noch was drauf geknallt, Pommes dazu, da unten sind Gurken, Gurken, alles, wunderbar. Barbecue-Soße noch mit drin. Ja, da steht meiner und den werde ich mir jetzt hier reinschmeißen und die Maß trinken und dann irgendwie nach Hause wackeln. So, wir wollen jetzt den Burger mal probieren, hier ist aber noch so ein Spisser drin, den nehmen wir mal raus, aber Vorsicht, nicht, dass der jetzt umfällt auseinander, der ist ja so groß, da muss unbedingt ein Spisser rein. Warum der Spießer? Ich dachte, das ist nur zum Zusammenhalten, wenn das so 10 Lagen sind. Der ist ja klein, der hätte, glaube ich, keinen Spießer gebraucht, sieht aber dann spießiger aus durch den Spieß. So, irgendwie. Kann man ja mal machen, ist ja kein Problem. Also, ihr könnt es euch nochmal zeigen hier von der Seite. Da, Bing! Barbecue! Und, ja, Gurken. Bisschen Barbecue-Soße drauf, Käse, alles. Schön mit der Hand rein. Zack! Schneid mal ein Stück ab, ja. Also wir können es auch in die Hand nehmen, aber wir haben jetzt nicht umsonst hier das Besteck. Wir schneiden mal ein Stück ab, probieren einfach mal so das Fleisch und einfach so. Barbecue-Soße, eigentlich bin ich ja kein Barbecue-Soßen-Fan, aber Klassik war mir jetzt halt zu wenig, zu lasch und Gemüseburger, nee, muss jetzt nicht sein. Solange es kein Chili-Cheese-Burger gab oder irgendwas, muss es halt der Bacon sein. Was sind das so knusprig? Das Fleisch? Bacon? Oder? Die Obatzen. Hey, Bacon hatte ich jetzt noch gar nicht. Das Fleisch ist so gut gebraten. Das ist außen schon wieder krustig geworden. Gib mir mal ein kleines Stück vom Fleisch. Vom Fleisch? Wieso? Sehe ich so aus? Mhm. So. Ich habe auch jetzt eine recht süßliche Note. Ich muss das Video wieder ab 18 einstellen, ne? Das ist einfach viel zu heftig. Das hat jetzt eine richtig süßliche Note gehabt. Ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Barbecue liegen sollte oder hier haben sie so komisches anderes, oranges, beiges, irgendwas. Ist wahrscheinlich einfach nur Burgersoße. Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Ja, war ja auch Käse mit dran. Wir probieren mal noch eine Pommes dazu. Pommes sind auf jeden Fall ganz wichtig. Pommes ist nicht gleich Pommes, es gibt Pommes, die sind so kartoffelig, warm, fluffig, worauf die meisten stehen. Ich möchte die aber immer schön knusprig und salzig. Aber egal, nicht zu viel Salz. Ihr wisst, das ist ungesund, dann werdet ihr wie Iswo. Das muss ja nicht sein, da muss ein Unikat bleiben. Salz muss. Pommes 1A, wie beim Schwimmbad-Kiosk von uns damals. Den gibt es schon lange nicht mehr bei uns Schwimmbad. Damals gab es immer so einen Imbiss, der hat immer Pommes verkauft, die waren richtig toll. Könnt ihr jetzt nicht vergleichen mit irgendwelchen heftigen Restaurant-Pommes, aber ich glaube, diese schmecken mir einfach viel besser.
sind bestimmt ungesünder oder so. Fettiger, aber die schmecken mir einfach. Ramses der Fettige, jetzt demnächst. Also Pommes wunderbar. Burger wunderbar, schmeckt auch. Preis ist in Ordnung, finde ich. Ich habe den ganzen Teller voll. Und was klaust du mir denn hier, mein Tuch? Auf die Dicken. Mal, der filmt da gerade. Schnell. Ich muss noch Bier trinken. Und jetzt würde ich sagen, was ist von meiner Seite aus? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Einer hier Privatbrauerei. So, ne? Prost, Mädels. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und euer Iswo. Auf die Dicken, genau. Auf die Dicken, ja. Los und trinken. Ja, ich bin auch dabei. Top. Ich glaube, das war ein gutes Ende. Top, die Latte kühlt.